Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Blind Let's Play, und zwar, wie wir es sehen können, das malerische Spirit of the North. Mit einem Fuchs und alles Mögliche und... Oh, er hat sich hingesessen, nein, wie süß. Ich bin Angatax und begleite euch durch dieses Spiel und wir werden sehen, was wir hier an Erfahrung sammeln. Und habt da nicht gesehen. Aber ich glaube, ich muss die Hintergrundmusik ausmachen. Ladezeit, Ladezeit. Ach ja. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Ein Schneesturm. Gut, ich denke mal, leider wird durch die Musik einiges am Spiel verloren gehen, weil ich denke, es wird von seiner Atmo leben. Aber naja. Lust, mich mit irgendwelchen Lizenzgebern anzulegen. Oder von denen einfach nur auf den Sack zu kriegen. Es soll ein sehr wunderschönes Spiel sein. Ein kleines Nischenspiel. Also ist jetzt kein AAA-Titel, soweit ich das noch richtig weiß. Auf jeden Fall haben wir einen Fuchs, der hier rumläuft, sich alles ansieht. Schöne Sache das. Setzt das hier hin, dann kriegt er keinen Pilter. Ja, und jetzt... Oh! Da ist was rot. Er sieht sehr flauschig aus. Okay. Gehen wir mal in die Optionen. Reinsteuerung, zum Verlassen, Belohnung. Einstellungen, ganz normal. Sprachlautstärke, Gesamtlautstärke, Musiklautstärke. Achso, das kann man nur an... Ah, okay. Kameraempfindlichkeit, das lassen wir alles mal so. Optionen. Verlassen. So, wir können jetzt als Füchselein hier rumlaufen. Wir können auch springen, okay. Und wir können auf Dreieck mit dem Schwanz wedeln. So können wir uns freuen. Ja, okay, R1 ist auch jumpen. Ich möchte aber ganz gerne... Okay, wir können nicht... Ja, auf jeden Fall können wir mit dem Schwanz wedeln. Das, denke ich mal, würden Frauen auch ganz gerne bevorzugen, wenn sie auf Knopfdruck einen Mann zum Schwanzwedeln bringen können. Aber ich finde auch gut, dass hier... man so schöne Spuren im Schnee hinterlässt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich denke mal zu diesem roten, aber ich will mir erst die Umgebung angucken. Wie gesagt, es ist ein komplettes Blind-Projekt. Ich kenne dieses Spiel auch nicht. Ich kenne es von Trailern und ich habe das Dynamic-Design davon in meiner Cross-Media-Bar. Aber sonst sagt es mir nichts. Es soll wohl eine isländische Legende sein. Wenn während wir hier rumlaufen... erwache, beginne Entdeckung mit Kameradschaft, nachdem du den Geist des Nordens geweckt hast. Spirit of the North. Einzelspieler, Abenteuerspiel, atemberaubende, mysteriöse Landschaften Islands inspiriert ist. Ja. Island, ein sehr schönes Land. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dort mal hinzureisen. Ich würde es gerne hinreisen, aber wenn dann natürlich dann auch, wenn wir das Nordlicht dort sehen können. Ach, das wäre so herrlich. Einmal das Nordlicht sehen. Ja, alles sehr verschneit. Was kann ich jetzt machen? Außerdem stehen wir mit dem Schwanz wedeln. Kann ich vielleicht mit meinem Schwanz sauber wedeln? Gibt es hier keine Taste zum schneller Rennen? Nee, L- und R-Tasten auch nicht. Digitalkreuz. Ja. Lassen wir das. Ja, mehr können wir hier aktuell nicht tun, außer rumlaufen und... Okay, die Umweltverschmutzung kommt hier auch hin. Großpartikelfilter.
Aber dass unserem kleinen Polarfüchschen hier nicht kalt wird, gut, ist wahrscheinlich an die Witterung gewöhnt. Und halt, was haben wir da? Hier haben wir nichts. Sehen wir nichts, guckst du doof. Ich mag Füchse. Die Nase ist auch schon ganz weiß. Hehe, süß. Ich finde das süß. Wer das nicht süß findet, der weiß ich auch nicht. Füchse sind süß. Punkt, ich habe gesprochen. Wer das nicht so sieht, hat aus meiner Sicht kein Herz für Tiere. Ach, allgemein Tiere sind süß. So, Punkt. So. Eis. Oh, schönes blaues Eis. Erinnert mich an das Bubblegum-Eis aus der Eisdiele. Das ist auch so blau. Egal, wir sind ein flauschiger Fuchs. Wir sind das flauschigste Ding, das ihr jemals gesehen habt. In der Höhle dürfte es eigentlich nicht schneien. Nee, tut es auch nicht. Ist auch gut so, dass es hier nicht schneit. Gut, das Spiel ist im Übrigen von Merge und Infus Studios. Infus Studios ist mir sehr sympathisch, da die ein Raccoon. Oh, hier ist ein Mensch. Ich fange an aufzutauen, also wir werden wieder ganz normal farbenfroh. Okay, Geister können wir, glaube ich, noch nicht sehen. Das kann man, glaube ich, im Spiel später machen. Aber ich finde gut, dass der Schnee auch an unserem Fell so ein bisschen pecken bleibt. Finde ich sehr schön gemacht. Also Heidewitzka. Jetzt haben wir einen Stock. Müssen wir den vielleicht zu diesem Typen dahin bringen? Probieren wir es doch einfach mal aus. Wo war denn der Heini jetzt? Da ist der Heini. Ja, müssen wir. Oh, ich glaube, wir haben seine Seele befreit. Guten Tag. Ah. Okay. Das ist cool. Wir bringen den Stab dahin. Ah, okay, das ist hier also so eine Anzeige, was alles hier noch so zu finden ist. Muss man, glaube ich, sogar machen, alles für die Platin-Trophäe. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel auf den Platin hat, aber ich denke mal schon. Ansonsten hat es die ganz normalen Standard 100%. Also für die Trophäenjäger da draußen unter euch. Aber jetzt können wir weiter, denn der Geist hat uns einen Weg geöffnet. Und wir gehen weiter diesen Weg hier. Ist das Asche oder sowas? Wir bekommen schon ganz schwarze Pfoten. Jetzt noch ein bisschen Weiß dazu. Gott, sind wir flauschig! Hier ist nichts weiter. Okidoki. Tralalala. Wir laufen hier und tralala. So, ich möchte natürlich nicht in den Tod springen oder sowas, deswegen... Wir sind ein Fuchs. Flauschig, süß und knuffelig. Naja, ich ähnle ja eigentlich mehr einem Waschbär, also so Augenringe und hauptsächlich nachtaktiv. Futter eigentlich auch nur Müll in mich hinein, aber ich bin süß, ein bisschen zu fett und ich greife alles und jeden an, der versucht, mir mein Essen wegzunehmen. So, das musste jetzt einfach mal an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Okay, hier oben können wir... Oh! Kapitelfortschritt speichern, okay. Allein schon, weil das hier jetzt bringt, was bringt, singe ich jetzt von König der Löwen. Ah, sie pennen ja. Irgendwie weiter. Was ist das hier unten überhaupt? Okay, das können wir ein bisschen durcheinander bringen. So, was ist da denn jetzt? Okay. Irgendwas Leuchtendes. Lass mich raten, da muss ich hin. Will ich aber nicht, ich will hier entlang. Nein, wir gehen das mal. Gaff, gaff. Okay. Der kann durch die Luft laufen. Warum er das auch immer kann. Tja, soll er das machen? Ich nehme die, ich gehe hier entlang. Und ich glaube, dass das hier für mich der gesündere Weg ist.
Oh, sind das heiße Quellen. Oh, ich möchte einmal reinspringen, gucken, was passiert. Okay, er pennt jetzt da weiter. Wahrscheinlich haben wir ihn im Schlaf gestört oder sowas. Auf jeden Fall ist er. Ja, wir können auch schwimmen und dabei mit unserem Schwanz wedeln. Wir können jetzt aber nicht springen in der Situation. Aber das ist mir vollkommen Banane. Ich möchte schwimmen. Auch ein Fuchs möchte mal ein heißes Bad nehmen. Ist ja auch nur gerecht. Ja, er schüttelt sich dann auch das Wasser ab. Das ist schön. Was ist denn hier? Ein übergroßer Sessel? Ich denke mal, wir werden wohl zu unserem. Geistigen Freund gleich erstmal wieder hingehen. Will mich hier erstmal noch ein bisschen umgucken, was hier noch so alles gibt. Außer Eis und Schnee. Und viel zu viel Fels. Okay, wie komme ich da jetzt am gescheitesten hoch, indem ich am besten einfach mit dem Schwanz wedle? Achso, er schüttelt sich dann eh automatisch. Also da kann ich auch nichts dran ändern. Achso, ich hätte unten auch einfach Kreis so an sich drücken können. Ja, ich bell dich wach. Okay, wo will er jetzt hin? Soll ich wieder Fangen spielen oder was? Okay, jetzt wird er sich wahrscheinlich da oben zur Ruhe legen. Ja, tut er. Faulpelz. Dann gehe ich halt auf diesen. Über diesen Gletscher. Nun gut, unser erstes Ziel im Spiel. Wir müssen einen geistlichen Fuchs finden. Fangen. Ich sollte jetzt nur nicht runterfallen. Okay, wo will er jetzt hin? Wollen wir es riskieren? Okay. Zumindest gehen wir davon nicht kaputt. Genau. Wuff. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo er hin ist, ich denke mal, er wird wohl hier irgendwo sein. Hoffe ich. Weil sonst, genau, werden wir bald ein Problem bekommen. Nämlich, dass wir dann nicht mehr weiterkommen. Glaube ich. Ah, da oben ist er. Ich fühle mich von dem geistigen, spirituellen Fuchs ein wenig veräpfelt. Ich glaube, wir sind wieder. Ah, okay, er zeigt. Er zeigt uns aber, denke ich, den Weg. Kann ich jetzt singen? Ich gehe mit meiner Laterne. Oh, L1. L1 ist also zum Sprinten. Ja, das. Wir sind auf jeden Fall schneller als unser geistiger. Ey, das ist unfair! Oh, hui. Okay, wir können jetzt eigentlich auch nichts falsch machen. Wir laufen jetzt eigentlich nur durch diese Höhle hier durch. Ah, da ist er. Du musst mir schon zeigen, was da flog. Hui! Ich bin gerutscht. Hehe. Also, doch, ich muss sagen, bisher ein sehr, sehr malerisches Spiel, sehr schönes Spiel.
und malerisch, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Malerisch. Ich habe nur so die Befürchtung, dass es nicht sonderlich lang sein wird. Ich denke mal, in ein paar Stunden werden wir dieses Spiel eventuell sogar schon durchhaben. Ich will aber nochmal hier hoch. Achso, ja, braucht man nicht. Wo ist unser geistiger Führer? Ah, da ist er. Hui, Gletscherspalte! Ey, das macht ja glatt Spaß. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Halt, was stand da unten? Da war doch eine Anzeige.